Und herzlich willkommen zu Let's Guide Cube World 03. Hier sind wir wieder zurück mit dem kleinen Frogman, wo wir gerade eben aufgehört haben. Und jetzt geht's los mit Biome und Multiplayer. Dazu gehen wir einfach mal auf das M. Das Menü wird es euch später noch von mir erklärt. Und wir zoomen hier mal raus. Mit mittlerer Maustaste kann man hier so zoomen, so ein bisschen. Und wir sehen hier die Mappe. Ja, genau, das ist die Mappe. Und das ist ein Biom. Wir befinden uns hier im Moment in einem Laubwald-Biom. Es soll ungefähr 8 Biome, glaube ich, geben. Mal gucken, ob ich sie zusammenkriege. Warte. Wir haben den Laubwald-Biom, wir haben den Dschungel-Biom, wir haben den Winter-Biom, wir haben den Lava-Biom, wir haben den Meeres-Biom. Das sind die 5, die ich kenne. Wüsten-Biom gibt es noch, das ist der 6. Und da soll es noch 2 weitere Biome geben. Welche das sind, kann ich euch jetzt gerade gar nicht so sagen. Das solltet ihr. Das sollte aber in jedem Wiki stehen. Das ist ja nicht so das Ding. Wir starten meistens, also immer eigentlich, in der Nähe einer Stadt, zu der man laufen kann. Das werden wir später noch unternehmen. Und auf der Mappe zu sehen sind die Stadt, immer so gekennzeichnet. Quests, immer so gekennzeichnet. Da werde ich euch noch später drauf hinweisen. Und ihr seht, wir befinden uns in einer Art, das ist hier ist das Biom an sich. Das ist natürlich nicht die ganze Map, das wäre ziemlich langweilig, da könnte man ja die Map durchspielen. Sondern wenn man hier an diese Grenze kommt, erschließt sich sofort ein neuer Biom. Und das ist unendlich weit fortführbar, soweit ich das weiß. Es wird sich immer ein neuer Biom dran generieren, ihr könnt immer neue Biome entdecken. Und innerhalb dieses Bioms sieht halt die Landschaft gleich aus ungefähr. Also gleich ist natürlich, wie man das sehen möchte, das sieht halt schon ziemlich episch aus, aber die Vegetation ist halt dieselbe. Die verändert sich erst, wenn ihr die Grenzen überschreitet. Muss aber auch nicht sein, kann auch sein, dass derselbe Biom nochmal daneben steht. So, das zu den Biomen. Mehr ist da eigentlich nicht dazu zu sagen, in jedem Biom findet man halt unterschiedliche Monster und Kreaturen und Tiere und sowas. Und auch, also doch, ansonsten war es das eigentlich, sieht halt unterschiedlich aus. Lava-Biom möchte ich auch mal gerne sehen, war ich noch nie drin. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal zurück in das Startmenü. Please wait. Und dann gleich noch die Multiplayer. Das auch in diesem. Das wollte ich zusammen machen, weil das ansonsten ziemlich knapp wird. Und da kann ich jetzt zum Beispiel hier den Droggle welcher auswählen und Multiplayer Worlds starten. Jetzt habe ich jetzt zum Beispiel 2 Multiplayer Worlds, die ich mit dem Wolke und dem so zusammenspiele. Da kann ich einfach mal Emmermon Selected so drauf. Dann kann man offline auf die Multiplayer Worlds spielen. Das geht. So, hier ist zum Beispiel der Startpunkt in der Multiplayer-World, Lands of Theodora. Sieht man, hier haben wir schon ein bisschen mehr erforscht von der Web. So sieht das dann ungefähr aus. Hier sieht man, hier schließt sich auch ein nächstes Biom an. Und ja, viel mehr ist dazu gar nicht zu sagen. So kann man allerdings nur offline auf der Multiplayer-Web spielen. Moment. Man müsste dazu Start Game, Select. In den Connect to Server gehen, da kann ich mich immer ganz kurz auf unseren Server einconnecten. 50, 50, 237.109, da hammer's. Bitte nicht kopieren. Oh ja, klar, ich habe ja gerade gar nicht das Zeug alles an. Ne, gut, dann, Mensch. Geht das im Moment nicht? Okay, gut, ich habe den ja gar nicht, die Server-Exe habe ich gar nicht gestartet. Egal. Dann, obwohl, ich kann das mal ganz kurz machen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Server-X ist gestartet. Jetzt können wir das nochmal probieren hier. Moment. 25, 50, 137, 109 und bam. Achso, bam. Connecten wir zum Server. Genauso möchte ich das sehen. Juhu. Und da sind wir schon auf unserem kleinen Let's Play-Server. Hier ist das Let's Play halt. Hier haben wir noch nicht so viel erkundet. Wir sind gerade beim Catacombs of the Rallen, wer das wissen möchte. Und das war's an sich schon. Und jetzt möchte ich euch noch einmal ganz kurz. Es ist halt nicht viel zu sagen. Es ist halt meistens dieselben Biome. Die Waldbiome kommen halt am allerhäufigsten vor. Jetzt möchte ich euch noch ganz kurz hier. Ich gehe einfach mal mit dem Charakter rein. Möchte ich euch mal Singleplayer Worlds. Mal eine ganz große Map vorstellen. Na komm, lade. Hier befinde ich mich gerade in einer Stadt drinne und in einem Haustier drinne. Das erkläre ich euch später allerdings noch alles. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel mal eine recht große Map, die ich erkundet habe. Dazu ist zu sagen, hellblau ist das, was man mit eigenen Augen gesehen hat. Dunkelblau ist das, was man aufgedeckt hat. Das kann ich mal kurz zeigen.
Das hat man aufgedeckt, aber noch nicht mit eigenen Augen gesehen. Das heißt, hier bin ich lang geschwommen. Hier, das kenne ich, aber war noch nicht da. Und das hier ist das, wo ich überhaupt noch nicht gewesen bin. So ist das gekennzeichnet hier. Und man sieht, die Karte passt sich an. Es ist immer noch recht klein und man kann hier immer noch Millionen Dinge erkunden. So, das war's dann auch für heute schon wieder. Multiplayer und Worlds habe ich euch gezeigt. Und beim nächsten Mal geht es weiter mit... Okay, ich muss ganz kurz gucken. Kleinen Moment. Mit dem Menü. Beim nächsten Mal werden wir uns darum kümmern, dass ich euch alles über die Optionen und das Menü beibringe. Bis dahin. Tschüss.